Kraftausfans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Giganten Phantom. Ja, drinnen ist es mega heiß und ich dachte mir, ich verziehe mich mit meiner Kamera diesmal wieder auf meinem Figurenbalkon bei strahlendem Sonnenwetter. Ach, herrlich, ne? Draußen zwitschern die Vögel. Im Kopf zwitschern sie auch, aber das ist ein anderes Thema. Ja, heute haben wir uns hier zusammengefunden auf meinem Kanal, denn ich habe beim Aufräumen, habe ich endlich einige Comics wiedergefunden, wo ich dachte, die hätte ich total verkramt, die würde ich niemals wiederfinden. Habe ich gefunden. Ich habe hier vier Magazine gefunden oder vier Comics von der 2000XA-Version der Masters of the Universe. Und da dachte ich mir, wir blättern mal ein wenig rum, weil ich finde diese Serie richtig, richtig cool. Die Cartoons, muss ich sagen, sie sind so wie Rotwein oder wie Wein an sich. Sie werden im Laufe der Zeit immer wertvoller und unabkömmlicher. Denn am Anfang, das war 2003, wo sie erschienen sind, ja, die Cartoons samt Toyline, haben viele gedacht, was ist denn das? Was haben denn die Four Horsemans denn da kreiert? Das sind ja nicht mehr unsere Masters so richtig, ja. Die waren schon ein wenig gewöhnungsbedürftig. Und wenn ich heute reflektiere, muss ich sagen, die sind richtig cool. Mega cool, da bin ich eher konform mit als mit der Kinderserie von Netflix, die heutzutage unseren Kindern präsentiert wird. Aber auch der Revelation-Cartoon, den ich auch sehr gerne mag. Aber verglichen mit den 2000Xern, ja, die damals produziert worden sind, muss ich sagen, sind die um Wellen besser. Vielleicht liegt es auch daran, dass da Adams Geheimnis nie preisgegeben worden ist. Naja, da möchte ich mit euch ein wenig drin rumblättern. Was ist der Inhalt dieser Comics? Und da habe ich noch ein bisschen so bei mir im Figurenarchiv, möchte ich das jetzt so nennen, Figurenarchiv rumgeblättert. Und da habe ich erstmal die überbliebenen oder die Überbleibsel meiner Sammlung gefunden, weil ich hatte früher, wo sie erschienen sind, so muss das heißen, ja, habe ich mir einige geholt, hier zum Beispiel Adam, den gab es nie in Deutschland, ja, den habe ich mir dann über eBay USA, habe ich den mir ersteigert, weil ich als alter Adam-Fan musste Prince Adam haben. Der sieht auch richtig cool aus, ne? Den habe ich noch bei mir, natürlich auch He-Man, der darf natürlich auch nicht fehlen. Jetzt weiß ich nicht, ob man das so gut erkennen kann mit diesem ganzen Schatten hier. Aber man ahnt, das ist der 2000Xer He-Man, was natürlich auch da ein bisschen doof war überhaupt an der 2000Xer Toyline, dass da so viele Repaints gab, ja, so viele Figuren, die eigentlich gleich waren, nur anders angemalt worden sind. Ja, gerade bei Skeletor sah man das, das war schon ein bisschen zu extrem, ja, da sind die Origins heutzutage ja nichts gegen. Hier auch, hier, Snake Man Fisto. Den mochte ich auch. Och, wie habe ich den geliebt. Ja, Fisto ist auch einer meiner Lieblingsfiguren. Dann haben wir auch noch Snake Man Orko. Den darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, so. Und natürlich die erste Staffel, beziehungsweise die ersten, ich glaube, das waren 13, ne? Sind 13 Folgen. Die ersten 13 Folgen, die hier in Deutschland von Polyband, man sieht es jetzt auch sehr schwer, ne? Die von Polyband veröffentlicht worden sind, ja, waren es die ersten 13 Cartoons. Die restlichen von den 39 wurden auch nie veröffentlicht, komischerweise. In Deutsch zumindest. In Amerika natürlich gab es da die Komplettboxen. Aber hier in Deutschland kann man gar nicht vorstellen, dass sie so schlecht gelaufen sind. Sollte man vielleicht auch wieder eine Komplettbox hier in Deutschland herausgeben mit allen 39 Folgen dieser grandiosen Serien. Weil da geht es ein bisschen tiefer in die Materie rein, als es Filmation damals gemacht hatte. Jetzt fährt gerade hier ein Zug vorbei, sogar zwei, weil ich wohne relativ nahe einer Bahnstrecke. Das trübt manchmal ein bisschen so, dieses Chillen. Naja, dann habe ich hier auch noch ein paar ausgepackte Figuren. Hier, die habe ich natürlich auch wieder fachmännisch, habe ich sie verstaut in diesem Gefrierbeutel. Ne? Hier den 2000XA Stratos. Wie gesagt, ich habe viele Figuren verkauft, weil ich sie nicht mehr haben wollte damals. Und heute bereue ich es ein wenig. Hier, Stratos, der Vogelmensch von Avian.
Ich sehe schon auf dem Bild, das könnte schwierig werden, ne, durch die Schatten. Und ich habe natürlich auch noch Skeletor. So, den zeige ich euch dann gleich beim nächsten Take. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die vier Comics an. Drei Comics Nummer 1 bis 3 sind normale Versionen. Und vom dritten habe ich noch ein Standard, ein Variant-Cover. So war das. Ja, das schauen wir uns jetzt erst einmal an. So, beginnen möchte ich natürlich mit dem ersten Heft aus dem Jahr 2003. Genauer gesagt vom September 2003. Denn da hat der Dino Verlag das erste Comic zur 2000-X-Serie veröffentlicht. Diese Comics, wurde extra erwähnt, ja, sind zum RTL2-Programm, also zur TV-Serie von RTL2. Das Artwork wieder richtig toll, ja. Auch damals gab es ja bei RTL2 die Rubrik für ihre Zeichentrickserie. Hier sieht man es, Comics. Ja, fand ich sehr kreativ. So, hier gibt es natürlich zwei Extra-Poster, aber XXL-Poster, ein Mega-Gewinnspiel. Dann gibt es sogar noch He-Man-Action-Figuren. Und 10 He-Man Zauberschwerter bei diesem tollen Mega-Gewinnspiel zu gewinnen. Bei der Macht von Grayskull. Ja, so hieß es und so wird es auch immer bleiben. Ja, für uns damals war es erstmal, für uns Alteingesessene, war es irgendwie ein Schock, dass die Masters jetzt so aussehen. Aber jetzt im Nachhinein, sie wuchsen uns trotzdem sehr, 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 sehr ins Herz. Und man muss sagen, bis heute sind das auch echte Klassiker. Nach den Filmation-Cartoons. Hier geht's los, ja. Hier Skeletor, was für eine barbarische Pose. Ja, man sieht schon seine Boshaftigkeit, sieht man ihm an. Hier gibt es noch eine kleine Einleitung auf der linken Seite. Mega, mega cool. Ja, auch hier Skeletor. He-Man, natürlich der Kämpfer für das Gute. Und was natürlich hier schön war und ist, natürlich die gezeichneten Comics. Das soll ja natürlich der Hauptpunkt sein bei diesen Magazinen. Auch hier, wow, Too Bad. Auch sehr, sehr gelungen. Auch die Story im Cartoon zu Too Bad war sehr, sehr, sehr cool. Denn Eternia TV, die He-Man and the Masters of the Universe bei RTL 2, hier sieht man die Sendedaten mit den Folgentiteln, ja, täglich um 13.45 Uhr bei RTL 2. Kein Wunder, dass dieses nie ein richtiger Erfolg wurde, denn ich glaube, die Zielgruppe war um 13.45 Uhr entweder in der Schule oder arbeiten. Ja, Comics, die richtig mega cool sind, hier auch Ram-Man. Also mir sind es wirklich die Cartoons wirklich ans Herz gewachsen, auch wenn ich das für mich am Anfang wie für viele so befremdlich war, aber je öfter ich mir die Cartoons angeschaut habe, nachdem ich die bei RTL 2 ab und zu mal dran gedacht habe aufzunehmen, gab es hier irgendwann mal eine DVD-Box, da habe ich sie mir öfter angeschaut und muss sagen, sie sind mir nach wie vor wirklich sehr, sehr ans Herz gewachsen, kann ich gar nicht oft genug sagen. Und ich schaue sie mir auch regelmäßig bei YouTube an, die Folgen. Und ich muss sagen, die sind natürlich im Gegensatz zu den Filmation-Cartoon actionlastiger. Natürlich auch in der Bewegung sind sie natürlich flüssiger. Obwohl trotzdem für mich die Filmation-TV-Serie natürlich auf alle Fälle meine Bibel ist. So, hier, das Mega-Gewinnspiel, das konnte man gewinnen, ja. Ach, toll. Ich hatte damals wirklich sehr viele Figuren. Mittlerweile habe ich sie schon verkauft. Und ich habe noch wenige, habe ich noch davon. Ja, hier war Thiele auch, ne, natürlich noch kampfsüchtiger als bei den Filmation-Cartoons. Und wenn man sich heute die Revelation-Serie anschaut, ja, da polarisiert Thiele wirklich. Dann war es hier noch relativ moderat. Hier findet man über He-Man noch eine Geschichte, was He-Man, seine Biografie, seine Kräfte und seine Waffen. Auch eine sehr schöne Idee vom Dino Verlag. Dann gab es natürlich, wie angekündigt, hier Poster. Die habe ich, wie man sieht, noch nie ausgepackt, noch nie geöffnet. Guckt mal hier. Ach, cool, oder? Ja,
aber die kann ich leider hier nicht reinhängen. Oh, fällt schon das zweite. Moment, da fällt schon das zweite Magazin, fällt da raus. So, wollen wir weiterblättern, ne? Hier, He-Man. Sieht aus wie von Dolph Lundgren, ne? Oder soll das sogar darstellen? Naja, egal. Dann gibt es natürlich von Skeletor auch so einen schönen Steckbrief mit seiner Geschichte, seinen Kräften und natürlich seinen Waffen. Hier eine schöne Kampf zwischen Whiplash und Ram-Man. Hier auch Man-at-Arms, der gerade Trapjaw vermöbelt. Dieses Magazin kostete es 2,30 Euro. Also noch relativ moderat. Ja? Hier, das, hallo, muss ich da was sagen? Wie cool ist das denn? Wie geil ist das denn? He-Man gerade im Flug mit Battle Cat. Hier ist, ja, hier, das scheint Beastman zu sein. Klar, sieht man hier an seinen Armstutzen und Man at Arms. Auch toll. Also Comics sieht man gerade richtig cool gemacht. Im Gegensatz, jetzt muss man leider lassen, zu dem neuen He-Man and the Masters of the Universe Kindermagazin von Netflix, was erschienen ist. Da wurden einfach, glaube ich, Screenshots gemacht. Hier wurde es noch gezeichnet. Also nicht rausgenommen aus dem Cartoon die Bilder, sondern wirklich nochmal handgezeichnet. Ja, mal schnell durchblättern. Also wie gesagt, wie ich das gefunden habe, war es für mich wirklich ein Fest. Ich habe es lange, lange nicht mehr gelesen. Wie gesagt, fast 20 Jahre nicht. Und die sind noch sehr gut erhalten. Hier noch weitere Steckbriefe. Hier, nee, ist doch kein Steckbrief. Ihr Helden von Eternia. Ach nee, das war kein Steckbrief mehr. Das heißt immer auch wieder mal ein Steckbrief. Nein, hier gibt es noch einige Fan-Informationen. Okay, zum Gewinnspiel. Okay, okay. Und was im nächsten Heft erscheint. Hier gab es nochmal ein Magazin für die Anime-Fans, ne? Digimon. Da wurde nochmal kräftig beworben. Und auf der Rückseite findet man das ein oder andere Fantasy-Roman. So, das war das Erste. Wir kommen nun zum Zweiten. Beim zweiten Magazin muss ich gucken. So, hier, das zweite Magazin erschien einen Monat später, im Oktober 2003, kostete ebenfalls 2,30 Euro. Titel auch hier neu. Ja, diesmal gab es auch wieder tolle Gewinnspiele oder was zu gewinnen. Zweimal gab es und gibt es hier erstmal ein XXL-Poster, dann das Mega-Gewinnspiel, dreimal He-Man Deluxe-Figuren mit Battle Cat und dreimal Skeletor Deluxe-Figuren mit Pantor. So, auch hier die heroische Pose natürlich. Und alle haben den Spruch im Kopf, ich wette auch draußen vor den PCs jetzt, ich habe die Kraft. Ne? Mit Helden und Schurken Galerie Teil 2. Also hier gibt es die nächsten Galerien. Hier auf dieser Seite gibt es wieder ein Manga-Magazin. Aber Manga war mir und ist mir bis heute noch relativ verschlossen. Hier Trapjaw zusammen mit Evelyn vor Castle Grayskull. Die versuchen, man sieht schon, die Burgtore zu öffnen. Oder das Burgtor zu öffnen. Hier gibt es nochmal kurz, was vorher geschah. Sind das nicht tolle Zeichnungen? Ja, ich muss sagen, gut, die Figuren im Endeffekt sind für mich heute nicht unbedingt mehr das Nonplusultra. Da finde ich sogar jetzt die Origins 2000X-Version von He-Man und Skeletor richtig cool. Wenn sie damals so muskulös rausgekommen wären, glaube ich, wären sie vielleicht noch erfolgreicher. Aber wie ich auch eben schon sagte, RTL 2 hat jetzt mit der Promo auch wenig Gutes getan, diese Serie im Vormittagsprogramm bzw. Mittagsprogramm zu verstecken. Man hätte diese Serie doch relativ am Abend bringen müssen. Dann hätten auch wirklich mehr Leute diese Serie geschaut und hätten diese auch wahrgenommen. Und damals gab es ja noch keine Mediatheken. Also man konnte diese Folgen auch nicht zum Beispiel bei RTL 2 nochmal im Nachhinein anschauen. Ja, man musste seinen DVD-Rekorder musste man einschalten, ja, und aufnehmen, damit man es abends anschauen konnte. Auch hier ein schönes Bild, ne? Ach, Ram-Man, Teela und Man-at-Arms im Wind Raider, genauso wie He-Man und Battle Cat. Und in den Sky Sleds sieht man hinten
Ich glaube, die Palastwache, ne? Jo, auch schön. Die Burg wirkte für mich immer leider in der Serie immer ziemlich befremdlich. Die mochte ich da nie. Hier gibt es wieder ein bisschen Werbung samt Gewinnspiel. Auch ein sehr schönes Set, schönes Diorama von Dino Verlag aufgebaut. Diese konnte man gewinnen. Ja. Habt ihr vielleicht mal im Gewinnspiel mitgemacht? Habt ihr vielleicht auch was gewonnen? Könnt ihr auch gerne mal unten reinposten. Würde mich mal interessieren. Ja. Hier. Ach, toll. Hier gibt es weiter mit der Bio, die Galerie der Helden. Diesmal Man-at-Arms, seine Geschichte, seine Kräfte, seine Waffen. Natürlich hat er immer als Waffen mit dabei, seine Donnerkeule, seine Hightech-Rüstung und seine Handwaffe. Ja, das mal zusammengefasst. Jetzt kommt wieder ein cooles Poster. Und was könnte das sein? Moment. Wir schauen. Ach, ein Poster von Man-at-Arms in Action. Auch cool. Und hier, wie gesagt, ich möchte es jetzt auch nicht rausreißen, aber hier sieht man auch, kennst du deine Helden? Okay, hier gibt es auch ein Poster mit allen Helden von Eternia samt ihren Funktionen. Cool. Ja. Und hier hinten gibt es bestimmt auch noch ein cooles Poster. Momentchen. Es gibt noch ein Inder, das kann ich jetzt leider nicht genau erkennen, was auf der Rückseite ist. So. Aber diese Hefte findet ihr aber auch noch zahlreich bei eBay. Und gar nicht so teuer. Natürlich teuer als 2,30 Euro schon. Aber schaut einfach mal nach. Hier gibt es nochmal hier eine schöne Galerie von Triclops. Natürlich hat er sein Gamma Vision, hat er sein Schwert. Und sein Domeseeker. Ramman am Boden. Oh, cool. Er ist rausgeflogen nach dem Absturz mit dem Ridge Rider sofort in den Sumpf. Und hier droht Unheil von diesem Steinwesen. Ja, hier guck mal, wie stark He-Man ist. Guck mal, wie stark. Stein ist für ihn nichts. Ja? Wir wollten auch alle so stark sein wie He-Man damals. Und ich glaube auch bis heute. Eine wirklich schöne Zeitreise gerade, weil ich die Hefte auch lange, lange nicht mehr gelesen habe und bin überrascht, dass sie noch in so einem guten Zustand sind. So, das war das zweite Heft. Hier natürlich das Masters Fan Forum, natürlich wie es denn weitergeht. Dann wurden natürlich die dringendsten Fragen wurden hier beantwortet. Was wurden dann gestellt? Welche Fragen? Pascal, 5 Jahre, haben wirklich Kinder dahin geschrieben? Pascal, 5 Jahre, fragt, sind Skeldor und Skeletor ein und dieselbe Person? Ja, Skeletor und Keldor sind die ein und dieselbe Person. Das mal zusammengefasst. Und dann schreibt ein Daniel 6, warum darf niemand wissen, dass Prince Adam und He-Man ein und dieselbe Person sind? Warum ist Teela manchmal so gemein zu Adam? Es haben da angeblich wirklich Kinder im Alter zwischen 5 und 24 geschrieben, weil es hat auch hier ein 24-Jähriger geschrieben namens Björn. Handelt es sich bei He-Man und die Masters of the Universe in Bezug auf Story und Charakter um die gleiche Spielzeugserie wie damals aus den 80ern? Ja, das wurde hier, das müsste man vielleicht mal ein extra Video machen, dann werden wir uns mal die Fragen alle anschauen und auch die Antworten vom Dino Verlag. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal gerne unten reinposten, dann schauen wir uns mal die Fragen mal genauer an. So, wir kommen zu Heft 3. Dieses ist am 8. Oktober 2003 erschienen, kostete auch 2,30 Euro und diesmal waren Sticker mit dabei. Ja, Sticker, die man auch wirklich schön bekleben konnte zu Hause. Das hat meistens die Eltern geärgert, wenn die Sticker wieder da angeklebt worden sind, wo man sie nicht abbekommt und auch wo es sehr unschön aussah. Und von diesem Magazin habe ich 2. Und zwar einmal das normale Standardcover mit den 10 Stickern und einmal mit dem Variantcover, ja, wo die Sorceress drauf enthalten ist.
So, ich habe mal gelesen, es sollen 5 Hefte geben. Ja, ich habe aber 3 plus Variantcover. Gab es denn noch ein viertes Heft? Und wie sah das fünfte aus? Könnt ihr mir gerne mal unten reinposten. So, hier 10 Sticker. Skeletor, He-Man, das Zauberschwert, ganz wichtig. Ja, auch hier der Widderstab von Skeletor. Dann He-Man in einer Kämpferpose. Man-at-Arms. Hier ist das hier das Schwert von She-Ra, die nie aufgetaucht ist in der Serie? Kann ja nicht sein. Naja, Pantor, Skeletor, Evelyn, da war sie noch böser als bei den Filmation-Cartoons. Teela, Sorceress Orko und natürlich hier das Schwert von Skeletor. Joa. So, gab es diesmal auch ein Gewinnspiel? Nein, es gab nur 10 coole Sticker und dann mit einem anderen Titel unten: Masters, verteidigt euch. Ja, diesmal nicht, ich habe die Kraft. Dann gibt es natürlich das Helden- und Schurkengalerie Nummer 3. Ach doch, es gab ein kleines Gewinnspiel. Man konnte jeweils dreimal einen Wolfspanzer und einen Ramborg plus 3 Figuren gewinnen. Also gab es doch noch ein Gewinnspiel. Atme mich gerade auf. Dann wurden natürlich auch kräftig andere Comics beworben. Ja, hier die Simpsons. Ich weiß nicht, ob die Simpsons gerade hier ideal sind von der Werbefläche, weil die Simpsons unterscheiden sich ja von den Masters ja enorm. So, hier Teela am Boden. Hier. Sie sagt: Niemals, nein, mein Vater darf nicht fort sein. Ja, Es ist ein fortführender Comic seit Comic Nummer 1. Ja, es geht fortführend. So. Ja, hier. Der arme Duncan. Mögt ihr auch die 2000X-Cartoons? Mögt ihr auch die Figuren? Habt ihr noch Figuren der 2000X oder lebt ihr genauso wie ich nur die Cartoons? Aber was auch sehr schön war, muss ich mal sagen, dass Prinz Adam und He-Man zwei verschiedene Synchrostimmen hatte. Endlich konnte man diese von den Stimmen unterscheiden, weil bei Filmation war es so gewesen, auch in der deutschen Synchro, dass Prinz Adam und He-Man die gleichen Synchros hatten. Also entweder hatten sie die gleiche von Sascha Heen oder von Helgo Liebig. Ja? Also man konnte die von den Stimmen nicht unterscheiden. Genauso wie bei den Hörspielen. Da hat Norbert Langer auch beide Figuren gesprochen. Und hier wurde es bei den 2000Xer, wurde dieses ausgemerzt. Ich weiß jetzt nicht den Namen von Prinz Adam in der Synchro, sondern ich weiß nur noch von He-Man, das war Tobias Kluckert. Heutzutage ein großartiger Synchrosprecher. Er hat wirklich sehr viele Hollywood-Stars seine Stimme geliehen. So, hier gibt es, glaube ich, hier ist es doch. Ach, hier Schloss Grayskull wurde hier vorgestellt. Und unten war das Gewinnspiel. Das Magazin ist wirklich sehr mit Liebe gemacht. Hier gibt es aber nichts zum Rätseln. Das ist natürlich nicht so sehr schön. Da hat zum Beispiel jetzt aktuell dieses He-Man and the Masters of the Universe Magazin, da gab es wirklich eine Menge zu rätseln, aber auch eine Menge auszuschnibbeln. Ja, da war mehr Interaktivität gefragt. Hier ist wirklich nur das reine Comic zu sehen. Hier auch toll, ne? Beide, ne? Prinz Adam, mein Prinz Adam. Ah, cool. So, weiter geht's. Hier Stratos. Seine Geschichte, seine Kräfte und seine Waffen. Er hat ein Raketenpack natürlich auf dem Rücken, das ist ja altbekannt. Dann hat er einen Handgelenk-Controller und natürlich seine Flügel. So. Dann gibt es hier noch ein Poster. Hol dir die Helden aus der TV-Serie. Kann man sehr schön, konnte man dieses im Kinderzimmer aufhängen. Hier gibt es nochmal eine Bio von Beastman. Er hat natürlich die Peitsche mit dabei, die Keule und seine Klauen. Das macht ihn zu unberechenbaren Gegner. Hier Stratos mit einigen seiner Mannschaft. King Randor, auch interessant, King Randor, ihr wisst es ja, wurde in der 2000Xer-Version von Norbert Langer gesprochen. Norbert Langer, wie gesagt, was ich eben schon sagte, der war bei den Hörspielen He-Man und Prinz Adam und in der Neuauflage 2003 hat er seinen Vater, also den Vater von
Prinz Adam hat er eingesprochen und der König von Eternia. So, hier, hier mal Man-at-Arms ohne seinen Panzer und seinem Anzug. Schön muskulös, ne? Gehen die alle ins gleiche Fitnesscenter? Man weiß es nicht. Hier gibt es wieder einen Episodenguide, Teil 3. Man sieht wieder, wie es weitergeht bei den Giganten des Universums. Werbung, Mad-Hefte, Yu-Gi-Oh! Gegen Beyblade. Ich kenne nur Yu-Gi-Oh! Kenne ich nur vom Namen her auch nie gesehen. Und das andere Beyblade kenne ich gar nicht. Ja, Asche auf mein Haupt. So, hier geht's weiter. Man-E-Faces zusammen mit He-Man im Wind Raider. So, was haben wir hier noch? Das große He-Man-Event. Hallo, ihr Helden. Ihr Heft Nummer 1 haben wir euch ja das große He-Man-Event angekündigt, mit dem Mattel, RTL 2 und wir den offiziellen Start der neuen Masters of the Universe Actionfigur-Serien actionreich eingeläutet haben. Ach, hier war der Start. Wow, guck mal, hier ist das nicht geil. Trapjaw. Ein gutes Cosplay ist vielleicht dieser Trapjaw, der dieses Cosplay trägt, ist der vielleicht bei mir in meinen Abonnenten mit drin? Wenn ja, poste mal unten drunter. Was ist aus dir geworden? Du wurdest von RTL 2 interviewt. Was gibt es Besseres, als von RTL 2 interviewt zu werden? Das Ganze fand dann in Hamburg statt. Sehr schön. Cool. Ja, da wurde es wirklich zelebriert. Das hat ein bisschen Netflix versaubeutelt. Okay, sie haben ja, wo die Revelations begonnen haben, okay, haben sie ein kleines Online-Event gemacht. Gut, der Corona-Zeit sei es geschuldet. Aber auch da hätte man doch irgendwie was Eventmäßiges hoch aussehen können mit den Fans. Aber wie gesagt, Corona war da und es ging nicht. Schade, schade, schade. Hier gibt es wieder tolle Fragen von euch. Und wie gesagt, wenn ihr die Fragen hören möchtet, die damals die Kinder bzw. die Älteren gestellt haben, schreibt mir unten in die Kommentare, da machen wir mal ein Special draus, oder? Hier, Digimon und noch ein Manga-Magazin. Gut. Wir kommen zur Nummer 3, ebenfalls vom 8.10.2003, kostete auch 32. Das ist die Variant-Cover Edition, auch von Dino veröffentlicht. Und da müsste ja das identisch gleiche drin sein, ja, wie wir das eben schon durchgeblättert haben. Und ist auch das gleiche, ja, nur für die Hardcore-Sammler auch von damals und sehr wahrscheinlich auch von heute, ist es Pflicht, dieses zu kaufen. Hier wurde das Heft 4 angepriesen, was mir fehlt. Das müsste ich mir nochmal nachholen. Und wie gesagt, es sollte auch ein fünftes Heft geben. Das war meine Recherche, ne? Naja, könnt ihr mir unten reinposten, ob ihr auch Heft 4 und Heft 5 habt. Und falls ihr es loswerden möchtet, nehme ich es sehr gerne in Anspruch. Ja, also wie gesagt, wenn ihr es gerne hättet, dass ich die Fragen nochmal vorlese, die in den Comics von der Ausgabe 1 bis Ausgabe 3 vorhanden waren, ja, dann schreibt mir einfach unten in die Kommentare. Wollen wir mal schauen, was damals die Kinder und die Jugendlichen, sagen wir es mal so, so geschrieben und gefragt haben. Das wäre doch mal ganz cool, oder? Dann kann ich eins in den nächsten Videos mal vorlesen und beantworten. So, hier habe ich Skeletor. Ja. Hier ist der Herr des... Oh, Ludwig! Ludwig ist auch da. Jetzt hat er gerade einen Schuh auf den Kopf bekommen. Ne? Ja, weil du sich rumhängst. Jetzt hängt er sich an den Beinen rum. Ja, Ludwig. Selber schuld. Ne? Ludwig ist bei dem Wetter natürlich auch draußen. So soll es natürlich sein, als gehorsamer Hund. Ne? Wacht er natürlich bei mir an der Seite. Ja, das war nun mein kleines Special, mein kleines spontanes Special, weil ich, wie gesagt, diese Comics gefunden habe, wo ich sie jetzt auch immer hingelegt habe. Sie sind noch drinnen, ja, die sind noch drinnen bei mir im Studio. Ja, habt ihr auch diese Comics? Ja, und falls ihr noch das Comic 4 und 5 habt und wollt es gerne loswerden, nehme ich sehr gerne an. Ja, damit beschließen wir die heutige Ausgabe von Giganten Phantom. Und dann sehen wir uns auch wieder bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Vielleicht wieder hier auf meinem Figurenbalkon bei strahlendem Sonnenwetter. Ach, ich hoffe mal, der Sommer 2022 wird so, wie ein Sommer sein muss. Ja, drücken wir mal die Daumen.
Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und vor allen Dingen auch in diesen heißen Tagen bleibt sammelwütig. Tschüss. Und Ludwig sagt jetzt auch noch zum Ende, tschüss, komm hoch, Ludwig. Und sag tschüss. Tschüss. Mua.